ganz herzlich begrüßen. Ich muss da ein bisschen weg, sonst quietscht. Zu unserer Weihnachtsfeier. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Liners. Das Jahr war ziemlich hektisch, aktiv, wie auch immer. Wir waren ständig unterwegs. Ja, hat viel Spaß gemacht. Beilagensalat? Ja. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Habt ihr am Montag und am Dienstag schon ein kleines Präsent erhalten. Ich sage es jetzt nochmal. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken und habt einen schönen Abend und viel Spaß. Auf der anderen Seite möchte ich mich bedanken bei Margret und Heinrich, die das Ganze verkehrt, aber es macht nichts. Das will ich nicht. Nö. Ach, was ein Zirkus. So, Margret, ich habe zwar jetzt die Brille mit auf, aber das ist eine Holunderblütenweinchili. Wo ist sie dann? Da hinten sitzt sie drin. Ein kleines Weihnachtspräsent. Heinrich, kannst du das mal bitte weitergeben? Dann fallen lassen, sonst liegt das Gelee da. So. Beim Heinrich muss ich mich recht herzlich bedanken, weil er hat die Leidersgruppe mit der Christa zusammen ins Leben gerufen, vor 2 Jahren, so circa. Und auch eine kleine Kleinigkeit, was ganz was Gesundes, ne? Minze und Himbeer, aber in Likör. Lass es dir schmecken, ein kleines Präsent und das gehört dazu. Ja. So. Ihr seht, das Essen wird ausgeteilt, wir werden erstmal zusammen essen. Nachher das Kapitel Charlie and the Outlaws, kommt eine extra Geschichte von mir. Habe ich mir was ausgedacht, das heißt, das Licht geht aus, die Kerzen gehen an und dann kommt eine schöne Weihnachtsgeschichte. Habe ich als kleines Kind das letzte Mal gehört. Aber ich habe es selbst gemacht. Im Kopf steht sie, ich weiß aber nicht, wie ich sie herauskriege. Wir mal sehen. Und nun, habt viel Spaß heute Abend. Erstmal zum Liners, die Sylvia will auch noch was erzählen. Und wir lassen es uns erstmal schmecken und den Rest nachher. Jetzt kommt Sylvia dran. So. Viele Veranstaltungen durch euch mitgemacht. Das Zelten war irre, da hat es geschüttet wie verrückt. Ja. Da gibt es Filme, vielleicht hat es ja der eine oder andere sich angeguckt, wo wir das Wasser so runterdrücken, sonst wären nämlich die ganzen Zelte zusammengebracht. Also wir haben unwahrscheinlich viel erlebt. Auf Frankreich, das war in Bade-Düpp, das war total klasse gewesen. Also und wir würden gern weiter so machen, gell? Und ich denke mal, auch hier nach Frankreich kommen bestimmt einige mit und vielleicht auch fürs Zelten. Ja, und wir bedanken uns halt, wir haben jetzt, ich muss jetzt mal weitergeben, einmal für den Egon vielen, vielen Dank, ja, haben wir gesammelt. Danke, danke. Ich möchte auch noch
Also Salat wird nicht kalt, gell? Damit der Worte noch... Damit der Worte ein Ende gibt, ich darf mich natürlich im Auftrag der Transportabteilung vom Vorstand bedanken. Es war Ihre Mitarbeit für euer unermüdliches Lernen. Ihr habt gut gelernt und habt euer Können unter Beweis gestellt bei mehreren Aktionen. Ich darf natürlich insbesondere der Karin danken, die ja für meine Begriffe unermüdliche Mut und Nerven aufbringt, euch das beizubringen. Ich bin also schon jedes Mal ausgeblieben. Sie ist da einfach toll. Und Karin, komm mal her. Die Transportabteilung hat viele, aber keine Unkosten. Das ist von Ego. Und natürlich auch unser Herr Kapellmeister Egon. Warum soll ich mit dem Magnetnetz aus der Verpackung raus? Das nur ein Dankeschön. Keine Antiprose. Das überlasse ich deine Hüften und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe einen Bericht vorbereitet, der in der ersten Woche im Januar in allen Zeitungen stehen sollte. Ich hoffe, dass er auch reinkommt. Ich habe mir den Zeitungsschlüssel. Eine Kleinigkeit für euch, Charlie. Vorsicht! Ja, na klar. Denn da haben keine Kosten und Mühen gescheut, gell? Muss man mal so sagen. Haben alles selbst geklaut. That's the outlaw way. Ha? Ist auch klar. So, und für den Basti und Mirko natürlich auch. Komm. Schon das Futter ist nichts zu essen. Und für den Mika natürlich. Hat sich wunderbar bei die Outlaws eingefügt, muss ich mal so sagen. So, und für die Fans von Charlie and the Outlaws. Ah, da haben wir noch den Basti. Ja, nimm's mit. Für alle Fans von Charlie and the Outlaws und Griesheim Alleiners, wir wünschen Charlie und ich, wir zwei beide, wünschen euch heute Abend einen geilen Abend und dann später, nächste Woche, Merry Christmas and a Happy New Year. Ja. Yeah.
keine Schlägereien, keiner steckt den Baum in Brand. Ja, ihr wisst Bescheid. Und wir waren einfach mal weiter mit der Nummer, die heißt Tulsa Time. Thank you.
Wieder werden wir weiterhin haben. Aber der Motor von allem ist natürlich Karin. Ist ganz klar. Also der vorne dran, der Motor. Ja. Und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Charlie kennt sie noch länger. Ich bin erst 7 Jahre dabei, aber so lange kenne ich Karin. Und wir arbeiten top zusammen. Nicht nur in Berlin-Krisemann alleine, sondern Karin nimmt immer Flyers mit von uns, verteilt überall. Sagt zu den Veranstaltern, was ist das für eine Scheißband? Boah, Charlie und die Outlaws. Ja. Also die kommen da. Also da sind schon einige Sachen passiert, wo wir der Karin mal schönen Dank sagen wollen. Das ist heute eigentlich so ein Tag, wo das geht. Und das machen wir also wie folgt. Wir haben dir, wir, natürlich aus der Feder von unserem Bandleader, Charlie, ein Zertifikat ausgestellt. Da das alles in Englisch ist, ich natürlich perfekt Englisch spreche, ist ganz klar. Es ist besser, wenn Charlie das vorliest. Wolf, besser, no, er hat es ja auch geschrieben. Okay. Everything's in Army, okay? Everything's in Army, it's okay. For Karin, for her friendship and outstanding support, not only to Charlie and the Outlaws, but to the country music way of life. Country music way of life. Karin's dedication to line dance is renowned internationally and goes freely of her time and expertise, which reflects greatly upon her. Nun ist näher hier in Deutschland und Riesheim. Du bist auch in Frankreich. Und ich weiß nichts auch wohl, aber du machst das freiwillig. Ja, und du bist immer da, und du, wenn Leute weiß nichts, wie das geht, du show the ways, zeigen den Weg. Okay, alles klar. Es ist okay. Verstehen wir? Okay, alles klar. Okay. Aber wollen so, okay, wir machen das selbst das Military, okay? Ja, alles klar, ja. Walk a larger state, the legend.
Der ein oder andere von euch hat schon gehört, wir waren letztens auf dem Country Award, internationale Country Award, unten am See in Passau, Eging am See. Und wir hatten ein Zimmer, ein Gemeinschaftszimmer mit 5 Betten drin. Es war ganz lustig gewesen. Vor allem der Charlie war irgendwie voll wie groß. Ja. Ich habe da als Zweiter geschlafen, das war so. I don't know.
Told me for a bump, be my drum.
Mr. Turn It On, turn it up, turn it loose. Happy birthday, dear Wesley. Happy birthday.
zum Geburtstag. Na, also lass. Hast du schon alle CDs von uns? Nein, echt nicht. Immer noch nicht. Aber ich habe 5000 Kilometer Motorrad mit mir gefahren. Ja, eben, genau. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und jetzt kommt da hinten noch was geflogen. Warte mal, von allen Ecken kommt was geflogen. Wer kommt geflogen? Haben die gerade geflogen? Wo ist die Flieger jetzt hier? Schön hier vorne sitzen, stehen bleiben. Macht das mal im Stehen, weil da wird noch was vorbereitet da hinten. Gisela, was hast du für Wünsche für das neue Lebensjahr? Also Leute, Gesundheit, Glück und Wohlergehen. Wer bietet wer? Alles auf einmal wäre schon peinlich. Wilfried, was bei dir? Okay. Genau das Gegenteil. Saufen, rummachen, Motorrad fahren, Radio machen, alles klar. Ich bin mehr trockener Asphalt unter dem Reifen, ne? Genau. So. Jetzt brauchen wir noch Feuer da drüben. Warum brennt denn das nicht? Nee, das ist... Das du willst es nicht anzünden? Hast du Angst? Hast du Angst? Du hast kein Feuer mehr in dir. Gibt's hier einen Mann, der hier mal Feuer machen kann? Das gibt's ja gar nicht, du. 5 Minuten, ich weiß. So. Genau, macht mal alle Knutsch, habt ihr schon mal alle lieb. Jürgen, hör auf, hier rumzuschmatzen. Du wärst froh, wenn die Frauen mal bei dir so anstehen würden. Du. Guck mal hier. Soll ich mal vorne dran kommen? Der feine Unterschied. Kommt mal ein bisschen davor, es gibt's ja wohl nicht. Ja, komm, Frieden, auf, komm. Frieden und Drogen.
Karin, das passt immer.